wirklich die Mains, Sephiroth und Mii Brawler. So hype, dass er drin ist, immer noch. Also, ich finde das mega cool. Ich habe noch nicht mal Final Fantasy VII gespielt und ich find's cool. Ey, es ist mega. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hab's gespielt. Leider noch nicht. Aber ey, das Sephiroth und seine Banger-Theme, das kennt halt einfach jeder. Ja. Ja, also hier Justin represented Preetz, wie man sehen kann. Die Heimat. Ah, okay, I get it. Genau, also Winners Semifinals hier schon. Mhm. Der Gewinner hiervon kommt ins Winners Finals gegen SDN. Und ich wüsste nicht, wer von beiden mehr Chancen hat gegen SDN. Ich schätze mal Justin. Aber ja, es kommt ganz drauf an. Alter. Ich würde jetzt auch Blanco sagen, vielleicht gerade durch seinen Range-Vorteil, den Sephiroth mit sich bringt, ne? Mhm. Aber davon konnte er eben auch schon überzeugen und überraschen. Auf jeden Fall, ja. Gegen die WD mit einem klasse Neutral so an sich, ne? Okay, da war das Bike durch die Edge durch. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Vor allen Dingen sah das sehr weit hinten aus. Mit dem Wasser durch die Edge? Und mit einem Down Air. Ach so, also mit Sephiroth? Ja, genau. Ja, safe. Also da gibt es auch kürzere Schwerter, die da durchkommen. Sephiroth kommt da immer easy durch. Oh, und die Abby. Also wie wir sehen, alles noch sehr weit offen. Ja. Da warten erstmal beide die Waren nochmal ab. Was macht der andere? Ja, ich denke, sagt Preetz! Da ist auf jeden Fall die Community mit am Start. Ja. Die kleinen Ortschaften-Community. Ja, du. Dann haben alle miteinander schon mal irgendwie gesmashed wahrscheinlich. Ja, safe. Da muss man dann auch füreinander Einstand zeigen, doch. Ja, Inkling muss auf jeden Fall auch, beziehungsweise Mega Mann. Auf jeden Fall auch bald mal wieder rankommen mit den Allstockern. Das ist auch mal lustig, wenn so eine ganze Truppe einfach von irgendwo kommt. Ja. Und ja, das so ein kleiner Invade ist. Das macht am meisten Spaß. Oh, und der Up Smash. Ja, sehr schön. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dann entwickeln sich immer so Dynamiken. Ja. Mhm. Die Atmosphäre ist dann nochmal anders. Ja, auf jeden Fall. Und das sind dann halt auch so ein bisschen neue Matchups und neue Playstyles und das vermischt sich dann alles schon. Das, Communities bereichern sich. Ja. So. Die leben auch einfach von dem Austauschen, dass neue Leute mit dazukommen. Ne? Genau. Ist einfach langweilig, wenn man immer die gleichen Matchups sieht. Ja, so ist es. Also man will jetzt auch als TO, wir müssen auch mal wieder invaden. Ja, also ich meine, ihr habt ja dieses Rostocker Weekly und ihr hattet ja irgendwie zwei Geschichten, ne? Nach dem, was gab's da noch? Planet Smash und Rostocker Weekly? Oh, ihr habt wieder Pfanne am 27.04. Ja, ey, ich werde den Jungs auf jeden Fall mal... Also ich werde am 27. wahrscheinlich nicht können. Ich muss den Tag danach früh arbeiten. Aber ich werde auf jeden Fall die Boys mal anhauen. Also ich glaube... Du kannst hier so einige mit Pfanne-Eistee catchen. Ja, ich sag mal, Sketty und Beißel auf jeden Fall Bescheid. Die werden auf jeden Fall Pfanne appreciaten. Man sieht sie auf jeden Fall auch immer damit hier rumlaufen. Ja, genau. Mit ihren zwei Galonen, wollte ich schon was sagen. Immer mit dem Eistee. Ja, aber Pfanne-Eistee auch, wenn du in der Nacht dann aufwachst um 2 Uhr morgens und dann erstmal fast 2 Liter den halt nicht reinschüttelst. Das geht auch einfach zu gut. Ja, ist sehr lecker. Vor allem, wenn er kalt ist, dann ist Eistee einfach so lecker. Oh ja. Was ist da deine Lieblingssorte? Oh, ich glaube, ich wäre da tatsächlich bei Pfirsich. Echt? Das ist voll Stani. Ja, voll, auf jeden Fall. Bei mir wäre es dieses Wildberry, weißt du? Mhm. Kirsche ist aber auch ganz. Ich muss auch sagen, dass ich da nicht so der Kenner bin. Immer die Standardsorten. Zitrone, Pfirsich. Bei Arizona kenne ich so ein paar. Weil die irgendwann mal im Angebot bei Lidl waren. Mhm. Haben mir da auch so ganz viele geholt. Und die sind auch echt gut. Also hier Arizona, wie sieht's aus? Wäre ich auch dabei. Top 3 kriegen 12 Liter. Oh, da hat er... Ach,
Okay. Ja, ey, davon erzähle ich auf jeden Fall ein paar Leuten. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die invaden werden. Und in Rostock, ja, das ist in Rostock. Oh, ein schöner Berg, ey, hier von Justin. Erste Game ging an der Funk. Es wäre wohl nicht schlecht, wenn Justin hier nur in Rostock. Nice. Okay. Die Karten wurden wieder neu gemischt. Weiter und wieder even. 12:30 Uhr geht's los. Klingt eigentlich auch ganz gut. Da muss man nicht allzu früh losfahren. Ich meine, das kann nicht länger als 3 Stunden dauern von Lübeck aus. Ja, weniger sogar, ne? 2,5 vielleicht. Vielleicht, wenn du gut durchkommst, ja. Vielleicht machbar sein. Nach Rostock und dann nochmal nach Wismar, ein bisschen ins Wonnemar gehen. Warm genug wird's langsam. Ähnliches Format wie bei euch. Also ich schätze jetzt mal, du meinst Pools into Top 8 oder sowas. Ja, auf jeden Fall nice. Ich finde das immer sehr nice. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich nur noch bei Teams dabei. Also die großen Events, gerade wenn ich veranstalte, sehr gute Ladder hier gerade. Damn! Oh, und auch noch gespielt. Der Funk weiß aber auch immer genau, welche Prozent er braucht. Das ist echt krass. Das ist ein richtig crispy Knowledge, die er da hat. Ja, ne? Auf jeden Fall. Das machst du auch nicht, wenn du nicht weißt, was du da jetzt wirklich tust. Da hat man gesehen, wie Justin mit den Augen rollt. Das kann schon mal nerven, wenn man einfach perfekt genau stirbt. Ja. Einfach so, man hat 100 und dann kommt so ein bisschen weiter oben auch und stirbst genau. Ja, das travelt halt auch dann nochmal ein ganzes Stück mit dir. Mhm. Okay. Also wir sehen hier... Oh, und er schafft's. Kriegt aber nicht den Kill tatsächlich. Aber das wäre wichtig gewesen. 40%. Viel mehr will Sephiroth gar nicht einstecken, weil dann wird's auch einmal, gerade so bei der Funk, ne? Also der catcht dich halt einfach on-stay hier so ein bisschen in der Luft und dann bist du auf einmal weg bei 60. Ja. Okay, Downby. Sehr schön, kann da irgendwie mitnehmen. Ja, aber Sephiroth fällt doch auch mit unter die Kategorie Gleiskenner. Ja, voll. No? Ja, ein kleiner Squishy ist das. Sieht nicht so aus, aber ja, so balancen die das halt, ne? Bei Mewtwo sieht auch, ich meine, wenn du bei Pokémon Canon guckst, wie viel der wiegt, dann sind das 200 Kilo oder sowas. Mhm. Und dann ist er hier, durch das Schwert durch, einfach, mack! Einfach auf den Kopf gespiked. Ja. Einfach auf den Kopf gehämmert. Und das ist das 2-0 jetzt hier gerade für Dafung. Echt strong Leistung. Und sieht im Moment so aus, als ob er ins Grand Finals kommt, ins Winners Finals und dagegen SDN spielen wird. Aber noch ist das Ganze nicht entschieden. Oh, okay, wir sehen einen Fox. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, es kommt ganz drauf an, wie clean sein Fox ist. Mal gucken, wie er mit die mithalten kann. Das sind beides so Spaceys. Ja, und beide auch recht fix noch mit unterwegs, ne? Mhm. Fox hat halt fast unendliches Potenzial. Also, wie du Sachen punisht und wie du so optimalen Damage machst und so, Combos extended, das, also sowas zum Beispiel, weißt du, so eine Flowchart, was du machst, wenn du einen Jablock hast, da, du kannst immer dazulernen bei Fox und deswegen sind auch manche Fox-Spieler einfach so busted. Also die hören nicht auf mit dem Potenzial, die werden immer besser einfach. Genau, und ich finde auch, so je nachdem, was für einen Gegner sie haben, einfach mal von jetzt auf gleich eine Custom-Combo rauszuholen, ne? Ja, okay. Funktioniert wunderbar mit diesem Charakter. Ja, wir haben ja natürlich sein typisches Bread-and-Butter-Gameplay mit den Up-Tilts, ne, die dann irgendwann in den Up-Air-Dam münden zum Beispiel. Oder das typische Down-Tilt into Neutral Air und dann immer weiter zu machen. Aber er weiß, der Charakter weiß zu überzeugen. Ja, auf jeden Fall. Und es steht jetzt halt schon 2-0. Das ist, ja, jetzt gerade auch, weil er Stock behind ist, das ist immer eine blöde... Also viele Foxes sind dann immer so ein bisschen vorschnell. Und dann werden die hart gepunished. Jetzt zum Beispiel die Dash Attack, eigentlich immer eine geile Option. Aber ich meine, wenn jemand das schafft, das zu perfect chillen, dann kann er das natürlich schon hart punishen. Ja. Und Dafung callt jetzt schon wieder Jumps aus. Also die Callouts sind immer crazy bei ihm. Okay, F-Tilt. Ja, aber
Also ist schon ein guter Fox, aber struggelt halt mit dem Killen. Und das ist halt so eklig mit Fox, wenn du mit dem Killen struggles, wenn dein Gegner genau weiß, du suchst jetzt hier einen Nair und einen Upsmash oder so. Oder einfach nur Raw Back Air. Oder ein Up Air halt. Das ist dann aber schwierig für Fox. Ja, du bist ein bisschen darauf angewiesen, dass du auch danach fischst, ne? Ja. Du willst den Gegner wirklich in diese Situation bringen, wo er agiert, wo du dann einfach reingehen kannst, aus einem vernünftigen Winkel, der dann hoffentlich nicht in einem Perfect Shield endet. Ja, genau. Also gerade da sind, ja, schöne Back, ja. Gerade da sind Perfect Shield. Also du willst eigentlich deinen Gegner overwhelmen, ne? Und wenn du das nicht schaffst, dann gewinnst du wahrscheinlich nicht mit Fox. Oh. Okay, was sehen wir jetzt hier? Oh. Ja, smart. Ja. Das ist halt Damage, ne? Es ist halt Damage. Ist Damage? Er braucht aber schon einen Kill am Ende. Also jetzt in der Situation. Weißt du, in der Situation wäre es bei der Fung gewesen, hat jetzt genau 100 und dann kommt die B oder was auch immer tot. Mhm. So, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, wenn man sowas zur Hand hat. Und wenn man jetzt gerade einen Char nicht maint, kann es halt sein, dass einem sowas dann fehlt. Oh, der Tech Chase leider nicht funktioniert. Okay. Komischer einmal jabben, das hast du eigentlich nicht mehr. Das hattest du in Brawl ganz viel, dass du einmal pop, mal so raufhaust und dann guckst, was dein Gegner macht, aber es geht eigentlich in Smash Ultimate nicht mehr. Eigentlich ist das unsinnig. Macht halt Spaß, ne, aber... Ja. So ein bisschen Teaser, ne? Ja, genau. Also ich mach das auch. Cutter. Ich mach das auch ganz gerne mal, aber ich sehe auch ein, dass es eigentlich Quatsch ist. Mhm. Nach so einem Jab oder sowas rollt keiner raus oder so. Oder Spot dodged. Mhm. Was du höchstens mal hast, dass Leute aus Habit dann schilden, aber auch das selten. Ja, okay. Eins, zwei. Noch einen dritten. Komm, und dann committen und die Abbie hinterher. Ja. Und jetzt, ich meine, wir sehen damage-mäßig wieder rangekommen. Die Frage ist, kommt der Kill? Und overextended er dafür eben, der F-Smash. Kann man mal machen an der Edge auf jeden Fall, wenn man so neutral get-up readet. Aber wenn es dann nicht klappt, dann boom! Oh. Und da haben wir es gesehen, der Jab, ne? Ja, genau. Also in dem Fall war es Jab into F-Smash. Das geht jetzt, glaube ich, mit Fox nicht. Aber